Ja, servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, Sommerwetter. Und ich bin mal wieder in der Nähe von der Donau unterwegs bei den Nebenarm. Da war ich ja schon öfters. Bärlauchgebiet, überall blüht es schon gewaltig. Und möchte es mir hier nur ein bisschen gemütlich machen. Gar nicht so weit gehen, nur ein Stückchen hinein ins dichtere Dickicht. Und dort einfach nur ein bisschen relaxen. Ja, und wie ich euch kenne, seid ihr sowieso wieder dabei. Also, machen wir es uns einmal gemütlich und gehen wir, ne? Ja, Freunde, und zu dieser Zeit kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Bärlauch diesmal erntet, wirklich nur Blatt für Blatt, damit auch nur ein Stiel ist, denn jetzt gibt es auch schon die Maiglöckchen, die Merkmale, wisst ihr sicher. Wichtig ist das Knacken. Und dann könnt ihr ihn euch schmecken lassen. Wir haben auch relativ viel Wasser, steht sehr hoch. Ja, daher auch ziemlich schmutzig, ist klar. Hat auch wieder schöne Temperaturen. Ja, und jetzt bin ich auch wieder mit meinem Trinkschlauch ausgerüstet. Schon gewaltig, wenn so ein Baum umfällt, was da für Kräfte walten müssen. Klar, der liegt schon länger hier. Wachsen schon Disteln drauf. Ja, jetzt bin ich auch schon über eine Stunde hier unterwegs. Stunde 20 Minuten durchs Dickicht. Ja, man kommt auch hier nur sehr vorsichtig und langsam voran. Man muss schon schauen, wo man hinsteigt. Ja, aber jetzt, glaube ich, brauchen wir ein Käfchen zur Stärkung. Suche ich mal ein schönes Platzl. Ja, das wäre mein verleibendes Plätzchen. Das schaut doch einmal ganz gut aus. Ja, heute auf alle Fälle das kleine Set dabei, das BCB Fire Dragon, was hatte ich eh schon mal gezeigt, was so ähnlich ist wie ein S-Bit-Kocher
aber halt ein bisschen größer und mit einem Windschutz dabei. Und dazu gibt es diese Fire Dragon Paste, Sicherheitspaste, und damit werden wir uns jetzt ein Käfchen machen. Aber zuerst, ich habe kein Käfchen heute dabei, aber ich weiß, dass in dieser Gegend der Jakobsbaum gerade jetzt im Frühjahr austreibt, und da werden wir sich jetzt einmal schauen, ob wir nicht seine Jakobsblüte wo entdecken. Die sollen ja hier sehr zahlreich sein, zumindest in meiner Gegend. Und ich habe schon mal welche bei mir am Berg gefunden. Und jetzt werden wir schauen. Und ja, hier sind ein paar so Jakobsbäume. Und ich glaube, da hinten ist sogar schon so eine Blüte drauf. Das zeige ich euch jetzt einmal. Und da holen wir sich gleich einmal so eine schöne Blüte her. Na, da hinten, das könnten welche sein. Aber eher, ja, ich glaube, da ist schon so eine Jakobsblüte. Ich habe schon ein Bäumchen entdeckt. Und ja, da ist es. Da ist es. Und das werden wir gleich ernten. Jawohl, meine Jakobsblüte. Und das ist der Baum dazu. Ich bin gerettet. Jetzt gibt es ein Käfchen. Ja, aber ich sage gleich dazu, also diese Blüten wachsen nur in meiner Gegend und auch nur eine gewisse Zeit. Die sind nicht immer zu ernten. Ja, die Blüte haben wir jetzt. Das ist einmal das Wichtigste, sonst gibt es ja kein Käfchen. Ich habe hier zwei so Fire Dragons dabei. Zeige ich euch gleich noch einmal näher. Ja, der Vorteil, man kann das hier einsetzen und hat dann quasi einen Windschutz, der auch als Anschlag dient für die Seitenteile. Und der passt da genau hinein. Und den zünden wir jetzt gleich an. Ja, da werden wir den da wo platzieren. Ein bisschen gerade Fläche machen. Zumindest halbwegs. Ja, das schaut schon ganz gut aus. Ja, das ist okay so. Wenn wir den einmal aufmachen. Das ist so ein Hart Spiritus. Also auf alle Fälle relativ hart. Das brennt aber ursuper und wird dann eigentlich komplett weich und flüssig. Ja, zünden wir es einmal an, dass wir das einmal sehen. Ja, und brennt auch schon. So, aber ich habe meine Matte mit sich jetzt selber. Ihr wisst ja, ohne der geht gar nichts. Das verflüssigt sich jetzt schon schön. Und eigentlich sehr gut sehen. Ja, aber es hält auch nur, glaube ich, 7 Minuten an. Dann müssen wir schauen, dass wir uns dummeln. Ja, jetzt sind es 7 Minuten. Das geht schön langsam zur Neige, aber das Wasser dampft, also es muss ja nicht kochen. Von der Jakobsblüte. Ganz frisch natürlich, nicht? Ja, der obligatorische Gruß an meine Krankensessel natürlich immer vorrangig. Und dann natürlich auch an alle Gesunden. In dem Sinn, Prost, Freunde. Ja, also diese Jakobsblüte war genau zum Pflücken reif, optimal. Ja, das war's mit meiner Jakobsblüte. Ja, jetzt räume ich zusammen und dann gehen wir wieder auf den Heimweg. Da stellt sich sowieso alles auf in ein paar Stunden und in den Sinn. Gehen wir.
Ja, Freunde, das war es einmal wieder von meiner kleinen Tour. Bin gleich beim Auto angekommen. Kann mich wie immer bei euch nur bedanken fürs Mitlaufen, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Woche und man sieht sich demnächst. Und mein Leitspruch, Servus die Malen und vierte die Burmann.